Herzlich willkommen bei MediFit Studio at Home. Mein Name ist Anjuli und heute möchte ich mit euch ein bisschen Cardio-Training machen. Wir haben heute vor, in 4 Einheiten mit jeweils 2 Übungen, 12 Wiederholungen zu trainieren. Und ihr dürft selber entscheiden, welche der Varianten, die ich euch dann in der ersten Runde ganz entspannt zeige, ihr dann auswählen wollt. Bevor wir gleich starten, erstmal ein kleines Warm-up. Wir atmen tief ein. Und aus. Ein zweites Mal. Und aus. Und ein drittes Mal. Und aus. Einmal schön die Schultern kreisen. Genau. Und einmal von hinten nach vorne. Genau. Wir kommen ein bisschen in Bewegung, ganz locker erstmal. Spürt euren Körper. Und dann geht's erstmal vor. Noch 4. Die letzten 2. Und zur Seite. 1. Zieht ruhig schön mit dem Ellbogen nach hinten, damit ihr hier wirklich in eine schöne Öffnung kommt. Genau. Die letzten 4. Noch 2 und side by side. Genau, erstmal schön darauf achten, dass ihr eure Fersen abrollt. Und dann nehmen wir die Arme dazu. Wir wechseln zur Seite. Noch 4, die letzten 2 und Achtung, Leg Curl. Das Bein geht hinten nach oben. Wir versuchen mit unserer Ferse an den Popo zu kommen. Sehr schön. Die letzten 4, noch 2. Knee lift. Hopp. Genau. Schön das Knie nach oben ziehen. Wenn du kannst, wirklich richtig schön nach oben. Ansonsten bleibst du ein bisschen tiefer. Die letzten 4. 2. Und der letzte. Und marschieren. Erstmal wieder durchatmen. Wir gehen langsam in die Grätsche. Versuchen unseren Bauch mal zu aktivieren. Richtig schön anspannen. Und wir wechseln in die Diagonale. Kleine Impulse. Die Hüfte bewegt sich nicht. Und schnelle Arme. Hopp, hopp, hopp. Genau. Noch 4, letzten 2 und lösen. Super, ihr dürft einmal kurz durchatmen. Für unser Workout brauchen wir keine Matte. Das Einzige vielleicht ein bisschen was zu trinken für zwischendurch. Und dann wollen wir auch direkt starten. Unsere erste Übung ist Jumping Jack mit High Knee. Jumping Jack. Zeig es einmal langsam. Achtet hier in der Position drauf, dass ihr schön satt unten steht, dass eure Fußspitzen nach außen zeigen und auch eure Knie nach außen zeigen. Gerne oben die Fäuste über Kreuz und wieder schließen. Genau. High Knees heißt, wir kommen ins Traben und versuchen die Knie richtig schön nach oben zu holen. Genau. Diese beiden Übungen verbinden wir jetzt. Wir haben 12 Wiederholungen. Los geht's. Und 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Wir wechseln. 1, 2, 3, 4. Wenn du nicht mehr kannst, ihr macht weiter, gehst du nicht ganz so hoch. Du kannst auch bis hier. Schätz mal die letzten. 4, 3, 2 und letzter. Entspann. Einmal kurz durchatmen. Darfst dich gerne bewegen. Ein bisschen die Atmung runterbringen. Ihr habt noch 15 Sekunden. Genau. Wenn ihr was trinkt, nicht zu viel, das liegt euch nachher im Bauch. Nur kleine Schlücke. Wenn wir gleich in die zweite Übung gehen, ich zeige sie euch schon mal. Squat Jump und Deep Knee. Für diese Übung gehen wir in den Squat und springen so weit wir können nach vorne. Und langsam zurück. Und nochmal. Und langsam zurück. Eins, zwei, drei, vier. Du darfst selber entscheiden, wie tief du gehst. Wenn es vielleicht noch ein bisschen zu schwierig ist, bleibst du einfach ein bisschen weiter oben oder springst auch nicht ganz so weit nach vorne. Und auch hier könnt ihr entscheiden, wie groß ihr die Schritte rückwärts macht. Ja, das war Squat Jump. Als nächstes kommt Deep Knee. Dabei gehen wir so tief wir können. Achten darauf, dass unser Knie nicht über die Fußspitze kommt und ziehen mit unserem Knie nach innen. Genau. Langer Rücken, Nasenspitze zum Boden. Genau. Gut. Ich glaube, ihr habt euch erholt. Wir gehen in die zweite Runde. Squat Jump mit Deep Knee. Los geht's. Und 12. 11. 10. 9. Macht weiter. Achtet darauf, auch hier, dass eure Fußspitzen nicht zu weit nach vorne kommen. Die letzten. 4. 3. 2. Und der letzte. Und direkt Deep Knee. Hopp. Noch 11. Noch 10. Noch 9, noch 8, noch 7, noch 6, noch 5. Ihr macht weiter. Merkt euch euer Knie, ihr braucht gleich das andere. 3, noch 2 und der letzte. Und entspannen. Ihr dürft wieder durchatmen. Könnt euch gerne wieder bei euch bewegen. Ihr merkt auch, ich bin außer Puste. Und ein bisschen den Puls runterbringen. Genau. Runde 2 haben wir schon. Kommen jetzt nächstes zu Runde 3. Und haben da Squat Jumps mit Deep Knee, andere Seite. Ja, ich zeige euch die Übung. Wir gehen nämlich gleich in den Squat tief. Und spring hoch. Ja, auch hier achtet ihr darauf. Euer Popo schiebt schön nach hinten. Knie nicht über die Fußspitzen. Rücken ist gerade. Brustkorb aufgerichtet. Genau. Wenn ihr es nicht so tief schafft, gar kein Problem. Ihr geht so tief, ihr kommt. Auch kein Thema. Wenn es geht, gerne tief. Hopp, tief. Wo ihr die Arme hinnehmt, dürft ihr entscheiden. Gut, los geht's. In 4, 3, 2 und 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ihr macht weiter. Ihr dürft natürlich auch ein bisschen langsamer machen, gar kein Problem. Die letzten 3.
2. Und der letzte. Und Achtung, weiter geht's. Deep Knee. 12. Noch 8. 6. 4. Noch 3. 2. Und der letzte. Und langsam lösen. Super. Dritte Runde geschafft, vierte Runde folgt. Einmal Puls runterbringen. Bewegt euch im Raum. Trinkt, wenn ihr wollt, einen Schluck. Und dann gehen wir gleich in Runde 4. Genau. Runde 4 besteht aus Skipping und Side Jump. Heißt Skipping. Ihr joggt an der Stelle und versucht ganz lange Arme zu machen. Genau. Das war Skipping und Side Jump. Schritt und jetzt springt ihr so weit wie möglich nach oben. Eins, hopp. Eins, hopp. Schritt, hopp. Schritt, hopp. Schritt, hopp. Genau, nehmt ruhig die Arme mit, damit ihr ein bisschen Power da reinbekommt in den Sprung. Und dann starten wir. Macht euch bereit. Es geht los in 4, 3, 2, Skipping. Hopp. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und Side Jump und 8, 11, 8, 6, 5, 4, 3, und der letzte. Super. Ihr habt es geschafft. Trinkt einen Schluck. Wir machen gleich weiter. Und wiederholen die ganzen Übungen. Und dann geben wir mal richtig Gas. Nochmal tief durchatmen. Denkt darüber nach. Gleich dürft ihr selbst entscheiden, welche Übung gut für euch ist, in welcher Variante. Und dann starten wir. Mit der ersten Übung, ihr erinnert euch, Jumping Jack und High Knees. Achtung, in 4, 3, 2, los geht's. Und 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, und Achtung, High Knees und hopp. Noch 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und letzter. Einmal durchatmen, bewegen, Puls runterbringen und dann geht's gleich in die zweite Runde. Ich sag's schon mal, Squat Jump und Deep Knee auf einem Bein. Ihr habt nur 15 Sekunden, bevor wir weitermachen. Sehr gut, ich kann schon mal langsam in Position gehen für Squat Jump. Wir gehen schon mal tief. In 4, 3, 2, los geht's. Und 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, ihr macht weiter, 5, denkt an euren Po, 4,
und dann eure Knie. Noch 3, 2 und der letzte. Achtung, die Knie. Hopp. Noch 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und letzter. Langsam hochkommen. Entspannen. Kurz durchatmen. Sehr schön. Wir sind schon beim zweiten Block. Block 3 und 4 kommen noch. Ich verrate euch schon mal, wir haben Squat-Sprünge als nächstes und das andere Bein mit Deep Knee. Die letzten 10 Sekunden und dann könnt ihr euch schon mal bereit machen. Wir starten mal gemeinsam hier unten. In 4, 3, 2, los geht's. 12, 11, 10, 9, 8, noch 7, schaffst du, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte, anderes Bein und hopp, 11, 10, 9, 8, 7, Gas geben, 6, noch 5, die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Entspannen. Super. Letzter Block folgt. Genau. Wer möchte einen kleinen Schluck trinken und ein bisschen den Puls runterbringen. Unsere letzte Runde. Skipping und Side Jump. Skipping. Ihr könnt schon mal in Position gehen. Denkt an eure Langarme. Und dann geht's los. In 4, 3, 2, let's go. Und hopp. Jeder so schnell er kann. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. 3, 2 und letzter. Side Jump. 1, hopp. Noch 11. Noch 10. So hoch ihr könnt. Noch 9. Noch 8. Drückt euch ab. Noch 7. Noch 6. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Hopp. Und der letzte. Geschafft. Sehr schön. Gut. Jetzt habt ihr die zweite Runde geschafft. Atmet nochmal tief durch. Und überlegt euch schon mal, wie viel Energie ihr noch für die letzte Runde habt. Wir starten gleich wieder mit Jumping Jack und den High Knees. Du hast noch 10 Sekunden, um runterzukommen. Entscheide selbst, wie hoch du deine Beine gleich nimmst, wie groß deine Sprünge werden. Genau. Wir starten gemeinsam. In 4, 3, 2, los geht's. Und 12, 11, 10, 9, noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Achtung, High Knees. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, gleich geschafft. Und der letzte, entspannen. Einmal durchatmen. Super. Erster Block, check
Fehlen nur noch drei. Tief durchatmen. In Bewegung bleiben. Setzt euch nicht zwischendurch hin. Ihr kennt das. Wir wollen auf unseren Kreislauf achten. Gut. Es geht gleich weiter in der zweiten Runde. Squat Jump und Deep Knee. Gut. Wir treffen uns wieder im Squat. Es geht los in 4, 3, 2 und 12. Noch 11. Noch 10. Noch 9. Noch 8. Ihr macht weiter. Noch 7. Achtet wieder auf den Popo. Noch 6. Und auf eure Knie. Noch 5. Und 4. 3. 2. Und der letzte. Achtung, Deep Knee. Und 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Noch 4. 3, 2 und der letzte. Langsam lösen. Geschafft. Super. Runde 3, Block 2, check. Gut. Wieder ihr kämpft. Durchatmen. Ihr habt noch so 10 Sekunden Zeit für unsere nächste Runde, für unseren nächsten Block. Genau. Wir haben da Squat. Jump, wir treffen uns gleich hier unten und dann das andere Bein, Deep Knee. Achtung, in 4, 3, 2, los geht's. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und Deep Knee. 10, 9, 8, 7, 6, die letzten 5, bleibt dran, noch 4, 3, 2 und letzter, langsam lösen und durchatmen. Super, einmal Puls runterbringen. Ich hoffe, ihr kommt genauso ins Schwitzen wie ich und dann geht's gleich in die letzte Runde. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Gut. Wir haben gleich Skipping und Side Jump. In 10 Sekunden. Gut. Du hast noch 4, 3, 2 und go. 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, nochmal Gas geben. 3, 2 und Achtung, Side Jump. 1, 2, noch 3, 4, 5, 6, am Ball bleiben. Die letzten 8, 9, 10 und die letzten 2 und der letzte und geschafft. Super. 3 Runden Cardio. Ihr habt es geschafft. Wir lassen den Puls nochmal runterkommen für 10 Sekunden. Atme tief ein und aus. Genau. Und dann wollen wir uns zum Abschluss noch ein klein wenig stretchen und dann habt ihr es auch schon geschafft für heute. Gut, wir gehen mal in die Grätsche und atmen gemeinsam ein und aus. Ein zweites Mal und aus. Ein drittes Mal und aus. Sehr schön. Gut, sucht euch vielleicht eine Wand. Oder macht es auch so, das ist
für die Profis. Genau, und wir versuchen einmal unseren Oberschenkel ein bisschen zu stretchen. Schiebt die Hüfte nach vorne. Achtet darauf, dass euer Knie neben eurem Standbein ist. Und jetzt tief ein- und ausatmen. Langsam lösen. Super. Wechseln die Seite. Sucht euch einen Punkt, falls ihr merkt, ihr seid am Wackeln. Oder stützt euren Arm ein, ist auch in Ordnung. Hüfte nach vorne schieben. Und wieder tief ein- und ausatmen. Und lösen. Super. Letzte Stretching-Übung. Ein Bein nach vorne. Ihr geht tief, ihr dürft euch wieder an der Wand festhalten, wenn ihr es braucht. Schiebt die Hüfte nach hinten, lasst euer Bein gerade und versucht mal Richtung Fußspitze zu kommen. Rücken ist lang. Versucht vom unteren Rücken nach unten zu kommen. Drei tiefe Atemzüge. Wer möchte, kann die Fußspitze ein bisschen ranziehen. Und lösen. Einmal abrollen. Super. Wir wechseln die Seite. Anderes Bein nach vorne. Popo schiebt nach hinten. Rücken ist lang. Wir gehen mit den Händen zur Fußspitze. Und atmen tief ein und aus. Und lösen. Super. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid heute in Schwitzen gekommen. Schönen Tag. Genießt die Sonne. Und viele Grüße von unserem Team. Ciao.